Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf dem Marsch. Wir ernten aktuell Fäkale. Fleißig. Mit Anfangsstartschwierigkeit, aber jetzt läuft's. Hoffen wir mal, dass die anderen beiden da so entsprechend auf der anderen Bahn hier sind und sich nicht im Weg kommen. Denn normalerweise sollte der rote hier, der zweite rote, schon hinter den roten sein. Hat aber gesagt, hier hat nicht geklappt. Irgendwas hatte ich dafür jetzt eingestellt. Also im Prinzip die verkehrte Bahn geschnappt hat. Da war schon auf diesem Hoch-Runter-Kurs eingestellt und wollte im Prinzip seine Vorgewinde nicht machen. Das geht nun gar nicht, ne? Aber jetzt läuft es. Jetzt läuft er, muss er nur halt entsprechend hinterherfahren. Und die eine Bahn, die er schon gemacht hat, fährt er normal. Ja gut. Vielleicht greife ich da ein und lasse ihn entsprechend für die nächste Bahn, aber wiederum, bevor ich da jetzt eingreife und es wieder nicht klappt, dann lasse ich mal den Spaß da so haben. Ne? Mit drei Fahrzeugen sind wir gut ausgelastet. Die brauche ich jetzt nicht immer hin und her düsen, sondern fahren jetzt ein Feld nach dem anderen ab. Der macht auch leer, hier muss man den Anhänger hinten aufmachen. Der hat Volt auch nicht so, wie ich das wollte. Also muss er im Wind warten, ne? Und dann lasse ich mal eine Ruhe von Runde fahren mit Der erste Hänger ist voll, dann geht es in den zweiten rein. Und dann lass mich näher rüberfahren, ne? Später. Einer geht noch rein. Einer geht noch. So, Prozent Leistung. Schau ich gerade mal. Spiel hat 34% ungefähr und im OBS hat 27. Von der Grafikkarte her. Soweit ich weiß, nutzen die aber beide für unterschiedliche Prozessoren. Aber so genau kennt man auch nicht aus. So, wer ist voll? Der zweite, der rote. Wenn man unterschiedliche Typen hat, da kann man auch unterschiedliche erkennen. Und der andere fährt schon da. Passt. Der ist 92%, den müssten wir eigentlich jetzt erwischen, dass er hier anhält. Brrr. Halt an, du Sau. Ja, ja, jetzt hat es keinen Zweck. Es fährt eine Frucht rein, oder? Ist der andere vielleicht... Da können wir Glück haben, in Anführungszeichen. Aber wir müssen da wieder rauskommen, ne? Der zweite ist auch schon ziemlich voll. Dann machen wir jetzt mit anderen. Weil wir müssen dann entsprechend hier ja jetzt warten müssen, du Tattel, du. Jetzt machen wir mal den zweiten hier. Gustav August Paul oder wie er heißt hier. Damit wir nicht hier nicht mal Zeug drin fahren müssen. Ist ja nicht blöd, ne? Ich meine, das ist bald genug, wenn zwei fahren, ist bald genug, das abgesehen, aber... Er darf so ein bisschen warten. War nicht mehr? Tatsächlich leer. Ja, das ist jetzt schon Folge... überlegen. 10, 9, 10. Ich glaube 10, ne? Oder? Oder noch zwei Folgen oder vier. Also die Marsch läuft eigentlich zur normalen Zeit. So wie immer. Nur die Touring-Karte habe ich extra voll aufgenommen. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Also 10 heißt Freitag, zweite Folge. Hoffe, ihr habt Weihnachten bestanden.
wer noch nicht geschaut hat, wünsche ich nachträglich frohe Weihnachten, wenn man es machen kann. Turing-Karte habe ich leider das mal vergessen. Bei der zweiten Folge schon, aber da ist der Ton schlecht, weil das Mikrofon naja, weit weg war. Mit Glück kann man es hören, aber mit Glück auch nicht. Tut mir leid, Entschuldigung dafür. Kann man nicht machen, kann man nur nicht ändern, das ist leider so. Nachverton ist irgendwo ungünstig, teilweise bin ich zu hören, teilweise nicht. Und wenn der Farben weg ist, der Farben weg. Ne? Also ich weiß auch nicht mehr, was ich da erzählt habe im Großen und Ganzen. Und da läuft auch gerade aktuell die Ernte. Und da habe ich mit Mais angefangen. Und dann kam die andere Ernte, da steht auch wieder Regen an, ne? Also das ist ein bisschen schwierig. Da ist ein bisschen mehr Regen gefallen. Hier haben wir zum Glück keine Dürre in dem Sinne. Hoffen wir, dass wir im Herbst einen Regen kriegen. Sonst kriegen wir Probleme. Und jetzt will er die eine Bahn noch fahren, ne? Das ist erstaunlich. Und das sieht aus, wenn noch die Bahn noch nicht getroffen hat, aber normalerweise schon. Auch Kursplay macht den Kurs entsprechend nur so wie programmiert ist. Ne? Da hat mit Intelligenz dann nichts zu tun. Ist ja halt so. Ne? Jetzt kommen sich zwei Drescher entgegen. Das wollte ich ja vermeiden. Die beiden Roten kommen sich nun entgegen. Obwohl, nicht ganz. Entgegen kommt sie schon, aber halt nicht in dem Bereich. Zwar ist eine Breite, komm nicht rum, ist eine Breite übrig geblieben, Anführungszeichen. Weil er ist im Prinzip seine eigene Bahn getrennt. Und das ist das Schöne bei der Band, es klappt eigentlich. Kommen sie eigentlich nicht im Wege, wenn sie sich am Anfang mit Vorgewende trödeln. Ne? Wenn sie da trödeln, dann ist es Probleme. So. 36, ich bin eigentlich fast voll. Wir fahren jetzt mal zum Abladen. Dann kann der auch losdüsen. Der Düsi. Oder Düsi. Windmühle aber schön synchron, ne? So schön Rhythmus, ein und noch ein Ding. Alle arbeiten. Ist ja so und auch nicht, tut ja auch so auch nicht. So, zweiten Anhänger. Komm. Aber er macht leer. Ja, Justus oder Justin, ich komme nach Hause. bring dein Patch und deine Mod, deine neue Karte hier. Wenn er gerade schaut, dann grüße ihn mal. Winke, winke. Hauptsache kommt kein Schnee, dann wird schwierig. Dann ist fraglich. Aber wenn du die Folge siehst, bin ich wieder unterwegs. Also, es war also sinnlos. Und dann spielt er auch selber, damit auch nicht schauen. So, einstellen. Normalerweise gute Abfahren. Laden am Startpunkt. Schauen wir, ob er jetzt leer kriegt. Er war nicht ganz voll, aber gut, egal. Ob er berg hoch kommt. Eigentlich ja. Eigentlich.
Bei eurem Gewicht, ich habe hier eins. Das hilft, oder mal Allrad anschalten. Schieben! Ja, er hebt ihm aus. Das ist eigentlich Allrad. Normalerweise müsste vorne sich drehen. Müssten mal den Mittler einschalten, dass die zusammenarbeiten. Jetzt arbeiten alle vier halbwegs gleichmäßig. Schauen wir mal, ob ich hinkriege. Noch fährt Kursplay. Und wenn es nicht funktioniert, müssen wir vorne ein Gewicht anbauen. Sind halt diese, ich sag mal, merkwürdigen Deiche. Deiche, die haben keine Funktion und das ist das einzige Problem hier. Weil ein Deich muss ja das Wasser abhalten und hier ist ja, hört der Deich ja auf. Von daher ist das schon ein bisschen. Ja, ist schon ein Unterschied noch in der Größe hier. Eine. Kommt da ja nicht hin. Ah, ich müsste höchstens aushängen, das würde gehen. Abhängen, dann kann er da auch hin. Muss ja irgendwie funktionieren. So, hintere eingestellt. Bisschen Gewicht. Ne, da wollte ich nicht hin. Tiere wollte ich mal. Also Tiere, gut, Tiere sind nicht so wichtig. Ja, sind schon wichtig, aber nicht jetzt so wichtig. Bei Geschwindigkeit 1 ist es nicht ganz so dramatisch. Schauen wir mal, jetzt Probleme hat, hinbekommt. So. Bisschen mit Schwung. Weil da macht sie mehr Schwierigkeiten mit dem zweiten Anhänger. Ne? Zu schlecht. Mit Maus außerhalb. Ein bisschen mit Kurve fahren, vielleicht hat das besser. Ich bin auch zwar nicht dran, aber. Junge, muss er nicht so oft fahren. Ja, da liegt er auf. Ein größer Dolly wäre nicht schlecht. Können wir noch leisten. Gucken wir nach einem größeren Dolly, was soll's. Daran liegt, daran wird sich scheitern. So. Zwei Achse brauchen wir. Könnte sein. Kugel. Ist
glaube ich egal. Ich glaube Regen draußen. Navi? Oh, 40%, Wahnsinn. Was kostet überhaupt? 16.000. Gerade so. Das ist glaube ich egal. So. Schon wieder. Machen wir so. Jetzt holen wir, mal sehen, kurz anhängen. Dann hängen wir ihn da aus. Da nicht. Ups. Das nervt. Wir müssen den zweiten Dolly haben. So. Es kann sein, dass ich den gar nicht brauchen würde, aber ich lasse den mal hier. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Wir machen gleich weiter. Dann seid mal Tschüss und die Winke. Ich danke mal fürs Reinschauen. Ja, dann Tschüss, bis zum. Hoffst du nicht? Tschüss.